herzlich willkommen. Ich heiße Elise Bankhofer und zusammen mit Laura George aus England mache ich in dieser Videoserie Alle lernen, die erreichen, Bedienungshilfen am iPad. Heute zeige ich euch, wie die Sprachsteuerung funktioniert. Die Sprachsteuerung am iPad ist recht praktisch im Klassenzimmer, wenn man zum Beispiel etwas macht, gerade ein Experiment zum Beispiel gerade durchführt. Die Hände sollten möglichst bei Experiment sein und man kann das iPad zum Beispiel per Befehl anordnen, dass er ein Foto machen soll. Das ist auf jeden Fall ein Zeitersparnis und wir können die Befehle sogar anpassen. Leider Gottes im Moment ist diese Sprachsteuerung auf Englisch begrenzt, aber ich hoffe und ich glaube, es wird auf jeden Fall bald in Deutsch verfügbar sein. Ich zeige euch auf jeden Fall ein paar Workarounds im Moment, wenn es noch nicht in Deutsch ist. Wir machen einmal Fotos und Videos aufnehmen mit Sprachsteuerung. Wie geht das? Einstellungen, Bedienungshilfen und hier ist die Sprachsteuerung zu aktivieren. Und ich zeige euch gleich anhand eines Beispiels. Ich mache mal die Kamera per Stimme auf und er macht ein Foto. Open Camera. Cheese. Ja, also angenommen wäre ich im Klassenzimmer und ich würde ein Foto machen wollen, bin aber nicht in der Nähe vom iPad, kann ich das so anweisen. Wie geht das? Hier zeige ich euch, wie das geht. Also hier bin ich jetzt in den Sprachsteuerung, Befehle anpassen, dann tippen auf eigene und hier mache ich einen neuen Befehl. Ich wähle zum Beispiel den Text Video, weil ich möchte ein Video aufnehmen und wähle auch die Aktion oder die App aus. Das heißt, die App ist die Kamera. Ich möchte, dass es in der Kamera-App eine gewisse Aktion durchführt, sprich eine Geste macht. Und ich tippe auf die iPad-Oberfläche, wo das Wort Video erscheint und sichere es somit. Probieren wir das gleich einmal aus, ob das funktioniert. Open Camera. Video. Cheese. Wunderbar, hat funktioniert. Das heißt, wir haben einen Befehl gegeben, einen eigenen Befehl definiert. Er hat es auch ausgeführt und es gäbe natürlich viel mehr einzugeben, aber leider Gottes, wie gesagt, in Deutsch noch nicht. Aber wir warten darauf, dass es bald kommt. Daher bis dahin. Ich wünsche euch viel Spaß, viel Vergnügen mit dem iPad und mit den Bedienungshilfen. Hier ist mehr im Internet. Vielen Dank!